Hallo ihr Lieben, ich möchte mit euch heute mein Tauschpaket von der lieben Sabrina auspacken. War das jetzt ein logischer Satz? Ich glaube schon. Ich habe mit der lieben Sabrina von Sabrina in Horrorland ein Tauschpaket gemacht und ihr ist es schon da und ich möchte jetzt mit euch reinschauen. Ihren Kanal verlinke ich unten in der Beschreibung, da könnt ihr gern mal bei ihr vorbeischauen. Gerade wenn ihr auch so ein bisschen auf Grusel und ein bisschen auf Horror steht, schaut dann mal gerne bei ihr vorbei. Und wir schauen jetzt mal in das Tauschpaket. Ich habe die Adressen abgemacht, mehr habe ich noch nicht gemacht. Und wir machen das jetzt mal einfach hier auf. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt. So. So. Komme ich jetzt hier ran? Ja. Na. So, jetzt aber. So. Ich habe es geschafft. Da habe ich hier einen kleinen Brief, eine kleine Post, die lese ich mal kurz. Ja, ich denke, das kann ich zeigen. Da ist nichts Schlimmes dabei. Auch mega niedliches Papier. Das finde ich gut mit dem Weitergeben. Das gilt halt für dich auch, falls ich es vergesse, in meinem Brief erwähnt zu haben. Gib ruhig die Sachen weiter, die du nicht brauchst, weil das Schlimmste ist, wenn es rumliegt und man wüsste jetzt aber zum Beispiel jemand, der sich drüber freuen würde. Dann haben wir eine mega schöne Serviette. Da werde ich mir bestimmt mit Serviettentechnik ein Glas gestalten. Die ist wirklich mega cool. Ich habe leider nur eine Sorte Servietten. So. Ich denke, ich werde alles raustun. Hier gleich auf die schöne Serviette. Und dann schauen wir uns alles in Ruhe an. Da ist dann der Karton auch nicht so im Bild. Ich lege einfach mal alles raus. Nicht, dass hier irgendwas kaputt geht. So. Der Karton ist sehr cool. Den werde ich weiter benutzen. Ist ja nichts damit. So. Huch. Und dann schauen wir mal. Ich greife jetzt einfach mal hierher. Dann brauchen wir doch ein bisschen mehr Platz. So. Und da habe ich hier als erstes Metallbuchstaben-Sticker in Schwarz. Metallic. Das ist sehr cool. Ich habe nämlich nur mit Punkten und Blümchen. Und die sind sehr cool. Die habe ich aber auch noch nirgendwo gesehen. Das ist mega cool. Das sind noch Zahlen mit drin. Das ist auch cool. Die sind gar nicht so schlimm metallisch. Sehr cool. Dankeschön. Und wir machen gleich weiter. Ich habe was gesehen. Mit diesen coolen Glitzerstein. Die sind bestimmt, ja, die sind von Woolworth, falls irgendjemand da Interesse hat. Ich stand nämlich bei Woolworth vor dem Glitzer-Sticker-Ständer und habe mich mega geärgert, dass es halt einfach keine schwarzen gibt oder grau oder irgendwie so. Da gab es nämlich nur rosa und jetzt hast du mir genau meinen Wunsch erfüllt und hast mir schwarze Strasssteine geschickt. Mega cool, habe ich auch keine. Also zumindest nicht in schwarz. Was nehmen wir jetzt? Nehmen wir erstmal was Großes. Ja. Dann war in dem Tauschpaket
dieser Bogen. Und ich glaube, das sind, da kann man sich 3D-Sticker draus machen. Und ich finde es mega süß. Ja, ich glaube, da kann man sich 3D-Sticker draus machen. Das muss man sich dann ausschneiden und dann die kleinsten Teile jeweils bis zum größten immer draufkleben. Ich habe auch noch solche, wie heißen die? Pad-Sticker, Klebepads. Das ist ja cool. Oder man schneidet sich's aus und nutzt es halt so. Kann man ja auch machen. Vielen Dank. Cool. Mal gucken, was ich damit mache. Wie ich das benutze. Dann machen wir gleich weiter mit diesem kleinen Tütchen. Das ist auch mega lustig. Das ist so ein Papiertütchen. Das ist mega cool. Ich denke, das werde ich mir ausschneiden. Und ja, mit aufkleben. Ich hole die Sachen mal eben raus. Vorsichtig. So. Und da ist drin Luftschlangen. Das ist ja cool. Da haben wir hier einmal Kürbisse. Und einmal Geister. Und das ist ja super cool. Die kann man ja auch aufkleben, so wie Washi-Tape. Das ist ja mega cool. Da bin ich auch noch nicht drauf gekommen. Luftschlangen habe ich relativ viele. Aber dass man die auch aufkleben kann, da bin ich noch nicht drauf gekommen. Vielen Dank, weil die habe ich noch nicht so. Ich habe lila, ne? Mit Spinnen. Und dann waren hier noch drin so kleine, wie heißen die, Sticky Notes? Nee, Sticky ist ja kleben, ne? So kleine, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. So kleine Zettelchen, so ganz mini und ganz dünn. Mit so kleinen Gespenstern und Fledermäusen. Und der ist, das ist auch cool. Die kann man bestimmt doch gut aufkleben. Hier ist eine Katze. Niedlich. Gibt schon so niedliche Sachen, ne? Der ist auch cool mit so Punkten. Kann man auch was draufschreiben oder noch was draufkleben. Und der ist auch niedlich. Mit so einem kleinen Schloss. Vielen Dank. Sowas habe ich, wie gesagt, auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wie das heißt. Das hat da irgend so einen speziellen Namen. Aber ich komme jetzt nicht drauf. Hier ist noch der Brief. Dann können wir mal nochmal mit dir hinlegen. So, dann haben wir hier eine coole Serviette, die so ein bisschen wie die Orange ist. Oder? Ja, so ein bisschen, aber in Weiß. Auch mega hübsch. Ich denke, da werde ich mir so Papier draus machen. Also man kann sich ja mit Servietten und Frischhaltefolie Bastelpapier selber machen. Ich denke, das werde ich dafür nehmen, weil das ist echt cool. Und ich habe kein Halloween-Papier. Ja, nee, ich habe kein Halloween-Papier. Da werde ich mir Papier draus machen. Vielen Dank. Da kriegt man ja auch einiges raus. Und die ist auch mega cool. Das als Bastelpapier, so als Hintergrund. Ja, ich denke, da werde ich mir Papier draus machen. Ich denke, da hat man den besten Nutzen. Aus der Orangen werde ich mir, wie gesagt, vielleicht ein Teelicht machen mit Serviettenkleber. Dann haben wir noch so eine coole. Das ist ja mega cool. Die sieht ja richtig geil aus. Also mit so einem Baum und so ein bisschen düster. Vielen Dank. Mach mir auch Papier draus. Mach mir da Papier draus. Ich denke, da habe ich den besten Nutzen. Und dann haben wir hier noch eine mit so einem coolen Giftgrün und Spinnennetz. Auch mega cool. Ja, ich denke, die machen sich echt gut aus Papier, als Papier. Und ich sehe gerade noch eine. Ach, und noch eine? Ja, machen wir erstmal die Servietten noch. Dann haben wir hier noch eine Orange. Ist das wie die? Nee, ist eine andere. Cool. Das ist auch niedlich mit den Fledermäusen. Das macht sich echt gut als Papier. Vielen Dank. Und noch die coole mit dem Gespenst. Den könnte man sich dann ja auch ausschneiden. Ist ja auch süß. Vielen, vielen Dank. Ich mache die mal ein bisschen zusammen.
dann, Moment, ich muss mich mal ein bisschen ransetzen. So, dann haben wir hier eine Tüte, ist das, denke ich, ja, ist ein Beutelchen mit Kürbis und Geist und vielen, vielen Sternchen. Ist ja auch niedlich gemacht. Tüten habe ich auch keine. Ich habe nur so durchsichtige. Die ist mega cool. Die schenke ich bestimmt meinem Papa. Ich kriege nämlich auch noch ein kleines Paket. Da werde ich, denke ich, meine Sachen reintun. Dann haben wir hier... Was haben wir hier? Ist das richtig rum? Ja. So ein Papier. Das ist so ein bisschen dicker. Mit Hokus Pokus. Das ist ja cool. Da habe ich, denke ich, schon auch eine Verwendung dafür. Vielen Dank. Ich möchte nämlich noch ein Fotoalbum basteln. Irgendwie. Also ist, so ist der Plan. Und da kann ich das gut gebrauchen. Dann ist hier noch ein Papier. Das ist so zweiseitig. Hier ist so gestreift. Und hier haben wir so einen Baum. Das kann man sicher in vier teilen. Oder man nimmt halt zwei solche Bäume und nochmal das Gestreifte. Auch mega cool. Voll schönes Orange. Vielen Dank. Na? So. Und dann mache ich jetzt den Pocket Letter. Ja. Dann hat die liebe Sabrina mir ein Pocket Letter eingepackt, den sie selbst gemacht hat. Und der ist mega hübsch. So schöne Farben. Also so typisch, ne? Schwarz, lila, orange, weiß. Und der ist mega hübsch. Den werde ich mir aufhängen, weil das ist einfach zu schade, den irgendwo abzuheften. Wow. Da ist so viel los und doch ist es halt irgendwie nicht überladen. Mega niedlich. So ein kleiner Geist. Hier ist das, das Tape. Die Luftschlange, ja. Aber es sieht aus wie Tape. Mega coole Idee. Die werde ich mir mopsen. Bin ich selber nicht drauf gekommen. Ein bisschen Glitzer dabei. Und hier sind so kleine Geister mit drin. Und ganz viel Glitzer und Paletten. Mega niedlich. Und hier ist auch so schönes Washi-Tape. Fledermaus. Ist auch nochmal so ein bisschen Washi-Tape. Vielen, vielen Dank. Der ist mega hübsch. Wie gesagt, den werde ich mir aufhängen. Hier oben noch mit so einem, hier steht sogar was. Pocket Letter Nummer 66. Wow. Okay, gut, da kann ich nicht mithalten. Keine Ahnung, ich habe, glaube ich, mal ein oder zwei gemacht. Cool, Nummer 66. Ja, den werde ich mir aufhängen. Weil der ist mega schön. Der kommt nicht irgendwo einfach rein. Lege ich das jetzt mal hier drauf. Ja, da kann noch ein bisschen mit dem Bild bleiben. Und dann sehe ich hier noch was Cooles. Leuchtsticker. Leuchtsticker. 18 Stück. Die sind ja hübsch und mega filigran. Manchmal sind die dann ja auch so ein bisschen unordentlich ausgestanzt oder so, aber die sind ja mega hübsch. Der Baum. Das ist ja mega hübsch gemacht. Mit Rabe. Ich liebe ja Raben. Fledermaus, Spinne. Die haben das hier am Fenster. Steht hier noch irgendwas, was sie damit machen? Nein. Nicht für unter 3 Jahre. Ja, das geht gerade so. Darf ich die gerade so benutzen? Okay, die kleben das ans Fenster. Na, ich werde es, denke ich, auf Papier kleben und vielleicht ein paar ans Fenster, weil wenn die wirklich gut leuchten, wäre das mega cool. Gerade so ein Schloss oder so, unter Mond, Baum, könnte man ja ans Fenster kleben. Mega cool, vielen Dank. Halloween-Sticker habe ich leider auch keine, irgendwie ist das so an mir vorbeigegangen. So, machen wir das mal so. Achtung. Nicht, dass ich hier wieder wild rumwacke. So, und dann haben wir hier noch so kleine Tütchen. Und wir fangen mit dem hier an. Das ist so ein super cooler Beutel.
mit Zugband. Ist ja auch cool. So, das habe ich auch noch nicht gesehen. Huch, genau, das wollte ich vermeiden. Das ist ja cool. Ich schütte die einfach mal hier alle raus. Schauen wir uns das mal an. So Kleinteile sind ja immer cool. Ein mega cooler Beutel. Den werde ich weiter benutzen. Mal gucken, was ich da rein tue. Und dann haben wir hier, wie sie bei ihrem Pocket Letter benutzt hat, so kleine Geister. So Tags. Oder kann man ja auch aufkleben. Und hinten kann man noch was draufschreiben. Super cool. Sowas habe ich auch nicht. Die sind mega niedlich. Und dann gleich 4 Stück. Da kann man auch mal einen benutzen. Man wird ja dann manchmal ein bisschen so zu messy und will alles aufheben. Dann haben wir hier. Ah, die kenne ich. Die habe ich schon mal gesehen. Ich zeige sie euch erstmal. Hier sind so kleine Geister, die super niedlich sind. Und dann kann man den hier so. Jetzt haben die hier so Einschnitte. Hier. Sieht man jetzt gar nicht so gut, ne? Hier. Da kann man einen Lolli durchstecken und dann sieht das so aus, als würde der den festhalten. Das ist süß. Aber man kann die natürlich auch so aufkleben, ne? Mega niedlich. Vielen Dank. So Kleinteile kann man ja immer gebrauchen. Und dann haben wir hier noch ganz viele verschiedene, ja, sind das auch so Stanzteile? Ja, ne? Ich würde es jetzt einfach mal als Stanzteil bezeichnen. So, bedruckt. Seht ihr was? Ist das überhaupt? Jetzt. Mega cool. Sowas habe ich auch nicht, aber ich weiß, wofür ich das gut benutzen kann. Dann haben wir hier Freddy. Ist auch Cousin? Nee. Sind noch ein bisschen fester. Mega cool. Dann haben wir hier einen verrückten Vampir. Ja, Dracula. Mega cool. Die Sachen sind mega cool gezeichnet. Hier so ein Monster-Muffin. Auch cool. Ein Sensenmann. Ja. Auch cool gezeichnet. Dann hier so coole Zombie, ja, Eis im Stiel oder so Corn Dogs oder wie die auch immer die heißen. Irgendwie so. Ist auch mega cool. Ein Hut, der mich so ein bisschen an den sprechenden Hut von Harry Potter erinnert. Der entscheidet, in welches Haus man geht. Ein Türschild. Auch niedlich gemacht. Eine Hexe mit kleiner Spinne. Dann haben wir hier von den Totentag in Mexiko. Finde ich auch immer mega schön. Mit den Chaka Skulls. Irgendwie so, ja, ne? Dann ist hier eine Katze. Und die hat irgendwie das Windows-Zeichen auf dem Kopf. Oder verwechsel ich das jetzt? Aber auf jeden Fall mega cool. Macht einiges her. Und dann ist hier noch ein Hase auf einem Kürbis. Ist auch cool. Ist mal was anderes, aber schöne Farben. Vielen Dank. Das kann man ja auch super aufkleben. Da habe ich schon einige Plätze, wo noch was hingeklebt werden kann. Und dann haben wir hier so ganz viele kleine Teile noch. Da haben wir hier so eine kleine niedliche Fledermaus in grün. Das ist so Schaumstoff zum Kleben. Eine Hexe. Das sieht so aus wie, als würde sie so vom Mond fliegen. Auch cool, sowas habe ich auch nicht. Ein kleiner Kürbis. Und ein großer Kürbis. Auch mega hübsch. Und eine kleine Hexe, die ganz so glitzert. In grün. Ein lilanes Glitzerschloss. Da kann man dann hier die Fenster noch durchmachen. Coole lila Farbe, lila Ton, Farbton. Und ein Mond in Orange. Und ein cooles Skelett. Da kann man dann auch das noch durchstechen. Und dann
ist das perfekt. Man könnte es aber auch so lassen. Sieht man das? Ja. Super niedlich. Vielen Dank. Ach, jetzt habe ich gerade überlegt, wo die Tüte ist. Okay, ich lasse das mal kurz hier so liegen. Muss ich dann gleich wegräumen, dass hier gar nicht das wegfliegt. Dann haben wir hier noch so eine große lilane Tüte. Und eine kleine schwarze. So ein kleines Organza-Säckchen. Schütte ich auch mal raus. Ist auch eine mega hübsche Tüte. So mit goldenem Spinnennetz. Ist auch hübsch. Sowas habe ich auch nicht. Aber da werde ich irgendwas reintun, was ich öfters mal benutze. Mega hübsch. So, dann haben wir hier ein, ich würde sagen, es ist ein Lesezeichen in Sargform. Mega schön. Hier an den Rändern noch so ein bisschen ja, auf alt gemacht. Und mit Sticker, Stempelstickern. Stempelstickern? Stempel. Ausstanzungen und Strasssteinchen. Und hier oben ist noch so ein kleiner Kürbischarm. Und noch so ein bisschen, dieses Band mag ich auch, dieses zweifarbige. Mega hübsch. Vielen Dank, das werde ich als Lesezeichen benutzen. Genau, ich brauche immer mal sehr viele Lesezeichen. Vielen Dank. Dann haben wir hier so kleine Glaskapuchons mit Fledermaus und Happy Halloween und was ist hier? Eine kleine Hexe. Und ein kleiner Kürbis. Das ist ganz klein und ganz filigran. Aber sehr cool. Die kann man ja auch ganz normal aufkleben. Und da muss ich hier mal tasten. Dann haben wir hier noch einen super niedlichen Cabochon. Von einem Kürbis mit Hexenhut. Der ist mega knuffig. Und, oh, hier ist irgendwas kaputt. Ist mir das jetzt kaputt gegangen? Mit meiner brachialen Kraft. Hier ist, ich zeige euch erstmal die ganze. So eine kleine Fledermaus. Mega hübsch. Die kann man ja kleben. Oder man kann sie jetzt auch zum Beispiel hängen. Hier oben ist ja so eine kleine Öse. Und dann ist ja noch eine, aber die ist leider kaputt. Aber das, ich weiß nicht, ob das jetzt mir passiert ist. Aber das ist absolut nicht schlimm, weil dann werde ich sie einfach kleben, aufkleben. Ja, das kriege ich schon wieder hin. Genau, das ist ja so irgendwie, ne? Das ist nicht schlimm. Die klebe ich auf und dann sieht man das nicht mehr. Keine Ahnung, ob mir das jetzt passiert ist. Kann gut möglich sein. Aber wird alles verwendet. Und dann hier noch eine kleine Capuchon-Fledermaus, die auch mega süß ist. Ganz verschmitzt guckt. Die bekommt auch einen guten, einen schönen Platz, einen guten Platz. Genau, habe ich jetzt alles hier. Ich habe das hier draufgelegt. Ja, ich denke, ich habe alles. Und jetzt haben wir hier noch eine mega schöne Tüte. Ich liebe das, wenn das so raschelt. Auch mega schön lila mit ganz vielen Sternchen. Und hier oben ist noch eine Fledermausklammer. Wo hänge ich die mal ran? Hier. So, dann schütte ich mal wieder alles raus, damit wir nichts damit wir nichts vergessen. Ich schaue noch mal rein. Manchmal bleibt nämlich unten so im Boden was hängen. Nee, ist alles leer. Auch eine mega schöne Tüte. Ich mache hier hinter. So, und dann haben wir hier noch ganz viele, naja, Kleinteile nicht, aber ganz viele gemischte Sachen, was wieder mega cool ist. Da haben wir hier drei Filzfledermäuse. Die sind auch mega schön. Filzteile habe ich auch keine. Du hast mich hier komplett ausgestattet mit allem, was man so braucht. Die sind auch schön. Die lassen sich ja super einfach mit Heißkleber überall rankleben. Egal ob Papier oder Ton oder Plaste oder Stein. Genau, drei Fledermäuse. Vielen Dank. Die sind mega niedlich. Gehe ich mal hier hin. Dann haben wir hier passend dazu drei Geister. Na, die hängen aneinander.
Komm hier. So. Die sind auch mega hübsch. Auch Filzteile. So. Vielen Dank. Filzteile sind auch immer cool. Dann haben wir hier noch für die Dreier-Kombi Pilze, wollte ich sagen. Champignons. Kürbisse. Oh. Genau. Oh, die sind auch mega niedlich. So richtig frech rein, da reinguckend. Mega schönes Orange. Vielen Dank. Die sind echt cool. Dann haben wir hier ein mega cooles Auge. Das ist ja cool. Auf so einem Spieß. So einem Zahnstocher. Das ist ja cool. Man kann das ja bestimmt auch abmachen. Oder hast du das extra daran geklebt? Nicht, dass du dir hier übelst die Mühe gemacht hast und ich reiße das dann ab. Aber ich denke, man kann das schon abmachen. Das war vielleicht so fertig, oder? Da kann man das dann auch normal aufkleben. Mega cool, oder? Man steckt... Jetzt ist es runtergefallen. Moment. Oder man steckt es irgendwo rein. In den Kuchen oder in den Muffin oder so. Mega cool. Vielen Dank. Das ist echt cool. Und dann haben wir hier noch drei kleine Filzstecker mit einem Geist, einer Eule und einem kleinen Kürbis. Jetzt ist es komplett durch. Mit einem kleinen Totenkopf. So rum. Wenn man dann einmal sich irgendwie versprochen hat, ist es zu spät. Auch mega süß. Die werde ich vielleicht in Muffins stecken. Genau, das ist cool. Vielen Dank. Lege ich mal hier hin. Dann guckt mich hier ein cooler Holzgeist an. Das ist auch mega cool. Den kann man ja noch anmalen oder man lässt ihn so. Sowas habe ich überhaupt nicht. Und habe ich auch überhaupt noch nicht gesehen. Sehr cool. Kann man ja auch so als Anhänger machen. Dann geht's weiter mit ganz viel Herbstblättern. Und die sind viel cooler als die, die ich habe. Meine haben nämlich hinten noch so ein Blattskelett dran. Und die lassen sich dadurch echt blöd aufkleben. Aber die sind echt schön. Da haben wir ganz viele mit so einem Blattmuster drauf. In einem wunderschönen Orange-Rot. Und ein grünes und ein gelbes. Die sind auch mega hübsch. Vielen Dank, die sind echt hübsch. Meine sind leider nicht so hübsch. Naja. Und dann sehe ich hier ganz, ganz viele Tüten. So kleine, die man hier so zukleben kann. Da habe ich ja leider nur durchsichtige. Und jetzt habe ich ganz viele bekommen. Wir gehen die mal durch. Hier ist vorne so ein Kürbis. Da steht Halloween. Und hinten sind diese kleinen Motive. Cool. Vielen Dank. Mega schön. Dann ist hier so eine lilane, auch wieder in so einem mega schönen Lila. Der sieht nicht so begeistert aus. Der hat dafür umso mehr Spaß. Cool. Vielen Dank. Dann haben wir hier einen kleinen Vampirgeist mit so kleinen Pünktchen hinten drauf. Und hier oben steht Trick or Treat. Und wenn man das dann halt so zuklebt, dann steht das halt so hier unten. Ist auch cool. Was so es für Sachen gibt, ne? Das ist hinten weiß. Und vorne ist diese kleine Geist und die kleinen Kürbisse. Dann haben wir hier ein oranges, wo hinten so Sternchen sind, aber mehr so durchscheinend. Ist aber auch super niedlich. Hier haben wir eins mit Gespenstern. Und hinten drauf sind dann die vielen kleinen roten Bildchen. Auch hier unten sind so kleine Monster. Sehr cool. Dann haben wir hier noch einen weißen, wo man dann, was man reintut, hier so durchsieht. Durch das Ausgestanzte da.
Ist auch mega cool. Dann haben wir hier, die ist mega niedlich. Hier ist so ein kleiner Baum mit so und hier sind noch so Kürbisse. Und hinten drauf sind Sternchen. Und der letzte ist dieser mit der Pumpkin Party. Auch cool mit Katze und ganz kleinen Süßigkeiten. Und der hat Hexenstiefel an. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Das sind ja mega viele. Da habe ich jetzt erstmal ein paar. Und dann haben wir hier ein mega cooles Skelett. Das ist durchsichtig. Und das kann man sich halt irgendwo hinhängen. Das hat hier so einen Faden. Das ist ja cool. Das kann man sich ja vielleicht sogar noch mit leuchtender Farbe oder so anmalen. Das ist ja cool. Sowas habe ich auch noch nicht. Vielen Dank. Kann man sich ja irgendwo hinhängen. Und dann haben wir hier mega niedliche kleine Eulensticker, die so ein bisschen, wie nennt man das? Reflektieren. Glitzern ist es ja nicht so. Changieren, irgendwie so. Mega niedlich. Mit kleinen Süßigkeiten und Hexenhut. Vielen, vielen Dank. Das sind so ein bisschen dickere. So Puffy-Sticker sind das, glaube ich, ne? Mega niedlich. Und dann so viele. Da kann ich loskleben. Dann ist hier in den Tütchen noch gewesen ein, ja, wie nennt man das? Ausstanzung? Oder weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt. Ich will es jetzt auch nicht einfach nur so Zettel nennen. So mit Grinsekatze und der Uhr vom Hasen. Das ist ja cool. Dann kann man das hier sich trennen, auseinander trennen. Und dann kann man das aufkleben. Kann man noch was drüber kleben oder was draufschreiben. Mega cool. Vielen Dank. Das ist cool. Es rattert schon in meinem Kopf mit Ideen. Und dann haben wir hier noch ein, oh, was ist denn das cooles? Moment. So ein Bastelband oder Dekoband in ganz groß, in lila, mit Hexen drauf. Und da ist so ein bisschen Draht drin. Das ist ja cool. Da kann man auch super cool dekorieren oder aufkleben. Da ist echt noch viel drauf. Hat sie mir echt viel abgeschnitten. Vielen Dank. Cool, mit Katze und Besen und einem übelst schön lila. Moment, ich wickel das mal kurz wieder auf. So. Vielen Dank. Da kann man echt viel damit machen. Mal gucken. Dekorieren vielleicht auch. So an einem Kranz drum rumwickeln. Und dann haben wir hier noch ein niedliches Memo-Zettel, heißt das so? Mit kleinen Fledermäusen, die gerade Kekse essen. Das ist ja mega niedlich. Die kann man sich auch ausschneiden und mit aufkleben. Super niedlich. Ach, ist das süß. Vielen Dank. Ja, ich denke, die werde ich ausschneiden. Ich denke schon. Huch. Und das Letzte, was ich sehe, die findest du bei dir auch wieder. Also so viel kann ich sagen, aber das ist nicht schlimm. Da haben wir die jetzt einfach getauscht. Ich habe die nämlich genau die gleichen eingepackt. Aber das ist nicht schlimm. Die tue ich einfach mit zu meinen anderen und dann kann man jemand anderen mal wieder welche abfüllen. Genau, ich habe dir genau die gleichen geschickt, aber die sind wirklich cool. Ich klebe die mega gerne auf. Kann man auch so als Augen nehmen. Trotzdem vielen Dank. Man weiß es ja nicht, ne? Wenn man tauscht, überraschungsmäßig tauscht, dann weiß man nicht, was drin ist. Aber es ist absolut nicht schlimm. Es findet seine Verwendung. Und damit sind wir durch. Ich habe jetzt einen mega trockenen Hals. Sage dir aber trotzdem vielen, vielen Dank für die ganzen Sachen. Es ist der Wahnsinn. Ich habe so viele Sachen, die ich noch nicht habe und werde das jetzt alles ordentlich wegräumen und werde mir dann überlegen, mit was ich anfange, das zu verwenden. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht siehst du dann das ein oder andere. Wie gesagt, vielen, vielen Dank.
was du alles ausgesucht hast und dass du das mit mir teilst. Und ich hoffe, dein Paket kommt auch bald an und du freust dich. Deinen Kanal verlinke ich unten, dass auch mal die Leute mal ein bisschen bei dir stöbern können. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!